Hallöchen und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play mit dem Matt. Wir stehen hier nach wie vor und bauen jetzt das Wändchen fertig. Mal gucken, ob uns die Ziegel reichen. Wir hatten 200 im Gepäck. Eigentlich. Ich meine, man sieht den Mörtel, ne? Aber irgendwie. Ich habe andere Spiele. Da ist selbst im Schnelldurchlauf diese Aktion ein bisschen mit drin, ne? Sieben. Und das war der letzte. 106 haben wir noch. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall 100. Also 200. 250 ungefähr. Gut, Nebenziele erledigt. Extra Ziele dekorieren. Und das mit dem U-Boot. Wo ich noch nicht genau weiß, wie wir es anstellen. Aber ein Möbel, Straße, Vegetation. Das heißt Pflanzen. Wir brauchen zwei davon. Ein paar Ulmen. Esche. Buche im Topf. Sehr viele Eschen. Möbel. Was brauchen wir denn hier für Möbel? Kleiner Schrankteppich. Ich weiß nicht mal, wo ich das hinstellen soll. Und für die Straße. Betonzaun, Holzzaun, Säulen. Okay, passt nicht so recht, ne? Nehmen wir zwei Uhren mit. Briefkasten schadet nicht. Hydranten. Machen wir mal 6 von denen. Dann schauen wir mal. Ich weiß jetzt nur gerade nicht. Wo sollen wir das alles hin tun? So. Ich mach das jetzt einfach. Auf der 6. Uff, ist das klein. Die Uhr ist auf der. Jetzt auf der 6?
Wir fahren einmal rundherum. Was haben wir hier noch? Sachen übersehen. Okay. Okay, okay. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Aber hier könnte man vielleicht die zweite Uhr noch hinpacken, ha? Leider nicht so, wie ich es gern hätte. Aber da, ist klar. Dann halt so. Das ist auch in Ordnung. Hier bauen wir auf jeden Fall auch einen Hydranten hin. Oh Gott, ist der klein. One lap. Okay. One lap. Ich weiß echt nicht, wo ich das hinpacken soll. Das passt halt echt null in die Gegend. Auch wenn das Grün jetzt echt nett ist. Briefkasten. Ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Gut. Mülleimer auf der 7. Noch ein Hydranten. Den nehmen wir einfach mal dahin. Pfosten. Zaune gibt für mich schon mehr Sinn. Aber da schauen wir erst noch. Ich habe auch den Kaffee noch nicht gefunden. In das eine Gebäude sind wir auch noch nicht reingekommen. Hier irgendwo eine Tasse Kaffee. Ihr bekommt den Mülleimer von mir. Den habt ihr bitter nötig. Da. Das passt so null in die Gegend, ne?
so überhaupt nicht. In der Ecke noch nicht? Doch. Warum habe ich das Zeug noch nicht eingesammelt? Warum habe ich das Zeug noch nicht eingesammelt? Oh. Seht ihr, was ich sehe? Hey, wir haben 9 Sachen. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 von 8. Geil. Transatlantic. Liverpool, Queenstown, Philadelphia. Da kamen sie nie an. Oh, es ist geil. Ich hab's ja schon mal gesagt. Ich bin ein Fan von dem. Ah, okay, Deko und das U-Boot. Die Schäden sind nicht schwerwiegend. Nur ein kleines Loch. Wie komm ich? Abkürzung gefunden. Oh, ist das geil. Ach. So, wo war jetzt das Holz? Hoppla. Haben wir die falschen Tasten benutzt? Ich verstehe auch nicht. Das Schloss könnte ich jetzt aufbrechen, aber in das andere Haus komme ich nicht rein. Hier könnte man noch Deko machen. Möbel 25%. Das waren... Ganz ehrlich, wo soll ich das denn bitte hinpacken? Holzregal. Das sehe ich einfach nicht in dieser Gegend. Stell das jetzt einfach irgendwo hier hin. Das sind 50% jetzt. Die neue Clipping-Funktion bei House Flipper 2 finde ich ja besser.
75%. Was könnte man da noch einstellen? Teppiche. Mhm. Kleiderschrank, Mode. Dass man hier auf Exit gehen muss, finde ich ein bisschen nervig. Das steht krumm und schief da, aber sagt's keinem. Okay, dann fehlt nur noch das U-Boot. Für das ich bestimmt Metall brauche. Quizfrage. Was mache ich mit dem Typen seinen Kaffee? Markisen? Baumaterialien? Ach, hier könnte ich's. Aha. Repariere das U-Boot. Kaffee finden. Ich habe aber nicht gefunden. U-Boot reparieren. Oh. Oh. Das ist alles, was dabei rausgesprungen ist. Also rein optisch. Da hinten. Kann ich da jetzt runter? Ich brauche eine Leiter. Find the Turtles? Hier haben sie das Wasser abgelassen. Oh, hier geht's auch. Oh, ich bin blind. Ich habe keine Leiter.
bestimmt auch kein Metall. Doch, Metall habe ich. Habe ich nicht. Schutt habe ich jede Menge. Ich nehme mal zur Sicherheit auch eins davon mit. Holz. Ich wünschte, ich könnte kontrollieren, wie viel ich mitnehme. Reicht die Leiter, ist jetzt die Frage. Ich wage es dezent zu bezweifeln. Vor allem komme ich nicht richtig hoch. Können wir natürlich kein Metall mehr mitnehmen, ne? Ich finde es erstaunlich, dass das hinten so viel Gewicht haben muss, dass das auch wirklich hält. Vielleicht finde ich den Kaffee im U-Boot. Das wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit. Lass mich da rein. Du sollst mich da reinlassen. Es geht nicht. Hä? Müssen wir jetzt veräppeln? Das Loch ist hier. Zu nah dran. Nein, passt schon. Haha. Yay, alles gefunden. Wartungsprotokoll des Kreuzers. Aha. Was haben wir denn da Hübsches? Ey. Ah, HMS Belfast. Danke für die Waffen. Am D-Day haben wir die Deutschen so stark beschossen, dass die Beben unsere Toilettenhäuser sprengen. What? Ahem. Also hier komme ich nicht weiter. Das. Ah, ich sehe was. Das wird jetzt ein Spaß. Ups. Das wird jetzt lustig. Was nennst du reparieren?
Oh, nicht das schon wieder. Oh, nicht das schon wieder. Dieses Minispiel ist echt ekelhaft. Aber mittlerweile weiß ich ja, wie es geht. Einfach ist trotzdem was anderes. Erfolgreich. Gut, das haben wir. Willst du mich veräppeln? Ja, auch noch sehr alte Rohrzangen. Fünfzehn Metallschrott. So viel dazu. Ich finde das im. Wo ist der Kaffee? Junge, ich habe keine Ahnung. Es geht ja ums Finden und nicht ums Herstellen. Ich bin immer noch der Meinung. Okidoki. Das war der Beginn der Ära des Kalten Krieges. Okay, ich kann aufs Dach, aber wie komme ich in die Bude rein? Oh, kann es sein, dass das einfach irgendwelche Materialien waren, die noch dahinter gelegen haben? Ich habe fast das Gefühl. Auf beenden. Wir können es ja noch mal laden. Aber ich habe keinen Kaffee gefunden. Sieht sehr verändert aus, ja. Die sind so fehl am Platz. Belfast. Yay. So, von Belfast geht's weiter. Es ist mega bescheuert, aber
Dinge noch effizienter zerstören. Naja. Okay, von Belfast geht's nach Deutschland. Remagen. Warum ist das nicht verbunden? Ludendorff-Brücke. Warum mit 2F? Während des Krieges eroberten die Amerikaner diese Brücke, um ihre Truppen auf die andere Seite des Rheins zu verlegen. Sie wurde nach wenigen Tagen zerstört, erfüllte aber bereits ihren Zweck. Später gab es in der Nähe von Remagen Lager für deutsche Kriegsgefangene. Vielleicht findet sich hier eine Spur von Andreas? Sag bloß, die Geschichte geht noch weiter. I learned about the American camps for German prisoners of war located on the Rhine Plains called Golden Mile. They held hundreds of thousands of soldiers there, and my Andreas could have been among them. Not far from the Golden Mile is the town of Remagen, with the ruins of the Ludendorff Bridge. When the Allied forces reached the Rhine, all bridges but this one had been blown up. They captured and held the bridge for 10 days. After which the Wehrmacht finally managed to destroy it. However, by this time, the proper Rhine crossing had already been established. During the Battle of Remagen, the town suffered massive damage. As Trümmerfrau, I must help with rebuilding, and as a wife, I must find out if Andreas was a prisoner in the nearby Golden Mile camp. Oh, wir fangen, glaube ich, eine neue Geschichte an. Willkommen in Remagen. Während der Invasion in Deutschland war die Ludendorff-Brücke die letzte Hoffnung der Alliierten auf eine reibungslose Überquerung des Rheins. Ihre Einnahme am 17. März 1945 wurde als Wunder von Remagen gefeiert, da amerikanische Soldaten die Brücke nur Minuten vor ihrer geplanten Sprengung eroberten. Nachdem der Übergang hergestellt war, wurde die Brücke ständig angegriffen und bombardiert, stürzte aber erst 10 Tage nach der Bundesarmee-Eroberung ein. Nachdem sie ihren Zweck vollständig erfüllt hatte. Sorry für die Pause. Die Brücke wurde nie wieder aufgebaut. Nur ihre Türme können heute noch in einem Besuch in Remagen besichtigt werden, würde ich mal schätzen. Aufgaben und Kram. Wir sind in Deutschland, Leute. Auch wenn das nicht mal annähernd in meiner Heimat liegt. Ich habe nichts. Do not enter. Ach, Katze. Da kann ich nicht hoch. Verstehe, wer will. Wie war das mit rechte Maustaste gedrückt halten, glaube ich, ne? Nein. Oh. Okay. Okay, ist das jetzt effektiver? Ist das jetzt effektiver? Weil dann muss ich ja den Hammer ständig wieder einsammeln. Hab ich Schutt?
Also das hier finde ich ja ein bisschen unnütz. Bin ich ehrlich? Was soll ich denn eigentlich schon wieder hier kaputt machen? Ach Katze, was willst du denn? Du hast doch schon gefrühstückt. Du hattest mehr als ich. Ich habe nämlich gar nichts gehabt bis jetzt. Ach, diese Katze. Zwei Schotter habe ich noch. Es ist auf jeden Fall hübscher als diese ganzen Londoner Städte. Weil hier ist alles grün und... Aber ich glaube mal, wir sind ja auch hier auf dem Land. Würde ich schätzen. Ach ja, was ich so gerne mache. Der ist wütend. Alliierte Soldat. Räumen Sie das Militärlager. Sie brauchen Treibstoff, nicht wahr? Ich kann Ihnen das geben, wenn wir noch was übrig haben. Ich meine, ja, mit dem Hammer kann man zwar... größere Strecken überwinden? Aber ich weiß doch nicht, was ich da kaputt zu machen habe. Oder? Oder bin das jetzt nur ich, die so denkt? Ja, wundert euch nicht. Wenn ich mich immer als die bezeichne, dann ist das einfach der Einfachheit halber. Ne? Weil die zu mir zu sagen ist nicht so ganz richtig. Aham. Aber sehr viel so kaputt machen. What? Fällt mir das Ding jetzt auf den Kopf? Ich bin auf gut Glück nach Deutschland gekommen und was erwartet mich? Aufräumarbeiten. Nett. Eine Menge Aufräumarbeiten. Oh. Es ist, also die Physik-Engine, die sie hier eingebaut haben, ist echt ulkig. Mal ist sie realistisch und mal überhaupt nicht.
das ist halt das Problem, was ich sehe. Mit dem Hammerweitwurf. Militärlager aufgeräumt. Wunderschön. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt bei Sons of the Forest wären, ich würde hier mein Lager aufbauen. Das sieht doch echt schlicker aus hier. Kraftstoff für den Kran. Schön. Oh, das hatte gerade was sehr Beruhigendes. Das war gerade echt, echt nett. Neue Aufgabe. Schneiden Sie beschädigten Brücken. Oh, ich sehe schon, was auf mich zukommt. Reinigen Sie die Brücke. Oh, ist das denn ernst? Hier jemand einen Vogel gesehen? Damit wir das bald mal abhaken können. Ich versuche jetzt den Typen da nicht zu treffen. Oh. Also die Lichtgestalt hier, weil die Folge gleich vorbei ist. Glück hat er nur einen kleinen Radius. Werwolf is watching you? Warum ist das bitte Englisch? Der Werwolf beobachtet dich. Also, reinigen, säubern. Nichts Verstecktes, das ist gut. Dann kann ich auch nichts verpassen. Gut, Leute. Für heute soll es das gewesen sein. Ich danke an dieser Stelle fürs Zugesehen haben. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei mir streamen. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Ja. Brückenaufbau beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye. Hier noch ganz kurz. Ich habe nachgesehen. Das schlaue Internet hat mir verraten, wo ich potenziell den Kaffee finde. Wir gucken mal ganz kurz. Ich weiß, die Folge hat dadurch ein wenig Überlänge, aber das soll mir jetzt egal sein. Was ich bei meinen Achievements festgestellt habe: die Necropolis, also London Necropolis, wurde bei mir nicht als 5-Sterne-Wertung angegeben. Ach stimmt, hier gibt's Vögel. Moment, ich muss nur ganz kurz gucken. Factory. Seht ihr? Da ist der Kaffee.
Da soll mal einer drauf kommen, oder? Da. Kaffee gesammelt. Ja, gut. Also wie gesagt, Necropolis wird bei mir nicht mit 5 Sternen akzeptiert, wie es scheint. Ihr wart dabei. Ich habe nicht so viel Reichweite. Okay. Muss ich mir merken. Oh, es ist brutal. Oh, ist das brutal. Bleib da, liebe Möwe. Haben wir echt noch keine 10 zusammen? Nein, ich muss ja zum Kaffee-Typen. Das möchte ich einfach noch... Kannst du nicht so hoch fliegen? Wir müssen doch schon längst 10 Stück zusammen haben. Ist das auch kaputt? Coffee for William. Weißt du, das ist, entschuldige bitte, eine verdammt gute Tasse Kaffee. Genau das, was ich gebraucht habe. Danke. Früher hat er in Villen gelebt. Mhm. Ich jetzt noch ganz schnell. 1, 2... Vögelchen. Das gibt's doch nicht. Ich soll mir meinen Weg mit toten Tieren. Ah. Das ist nichts, was man möchte. Niemals nicht. Immer noch nicht. Jetzt langt's aber bald. Wir können zum Glück nicht so hoch fliegen. Jetzt in Sicherheit gebracht. Ich komme da nicht hin. Kluger Vogel. Hat sich vor mir versteckt. Na gut. Jetzt haben wir es. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.